als Künstler bin ich sehr interessiert in ganz vielen Bereichen. Und ich finde es auch wichtig, als Künstler offen zu bleiben, lebendig zu bleiben, zu gucken, dass man neue Dinge wahrnimmt, vielleicht in sein Künstlerdasein mit integriert. Ich glaube, das Wichtigste ist, was wird mich denn wirklich interessieren? Da gibt es viele Bereiche. Wenn ich jetzt auf dem Land lebe und es ist wenig da, muss ich vielleicht in eine Stadt ziehen, um das hinzukriegen. Oder wenn ich auf dem Land leben will, muss ich vielleicht dann einen Musikschuljob suchen und schlag so einen Weg ein. Es muss nicht jeder auf den großen Bühnen stehen. Um Gottes Willen, man kann Kunst auch ganz anders machen. Oder ich muss einfach den nächsten Schritt wagen und sagen, ich muss an eine Schule oder ich muss in eine Stadt, um einfach Inspiration zu bekommen. Aber Bereiche gibt es wirklich unendlich viele. Die Bereiche, in denen ich viel tätig bin, ist, ich bin einen Tag in Krumbach am Unterrichten, bin Gitarrist seit Anbeginn und das heißt, ich konzertiere sehr viel, spiele seit 18 Jahren bei den Fantastischen Vier. Da gibt es Touren, Plattenaufnahmen, Probephasen. Dann mache ich auch tatsächlich sehr gerne nach wie vor mehr oder weniger einen kleinen Jazzclub oder Rockclub spielen. Welche Bereiche gibt es noch? Wir haben über Filmmusik, Sounddesign, ich habe Theatermusik, Musik für irgendwelche andere Kunstformen. Das kann aber auch so was völlig Abgefahrenes wie Kunsttherapie sein oder ja, Musiktherapie, wenn ich gerne was Soziales machen möchte. Auch total schön. Ja, ich unterrichte Recording und Arranging. Das kann auch jemand sein, der so am Computer wahnsinnig weit ist und Beats bastelt für andere Künstler oder elektronische Musik ganz alleine macht. Ich kenne viele Künstler, die machen elektronische Musik, die bringen Platten raus, machen alles alleine. Sensationell. Da kann man ganz weit kommen. So die letzten 10, 15 Jahre ist Studioarbeit für mich immer wichtiger geworden. Mich fasziniert Klang und folgerichtig wollte ich eigentlich schon immer ein Studio haben, wo ich an Klang arbeiten kann. Ich komponiere selber dort, schreibe Dinge, nehme auf für mich. Und natürlich auch, es ist auch ein wirtschaftliches Ding. Ich produziere andere Bands, nehme auf, arrangiere mit, berate, gucke, dass eine Band es schafft, ihre Musik auf ein höchstmögliches Level zu bringen. Ich helfe da einfach mit. Ich bin da ein Teil dann letzten Endes. So sehe ich mich, der vielleicht so ein bisschen von außerhalb drauf gucken kann. Dinge auch zum ersten Mal hört, das ist ja auch ein tolles Gut. Ne? Eine Band ist total in ihren Songs und da kommt jemand und hört es zum ersten Mal. Dieser Eindruck ist letzten Endes wahnsinnig wertvoll. Hier im Studio mit anderen Künstlern zu arbeiten, ist ein wirkliches Geschenk für mich, das ich mir natürlich auch viele, viele Jahre erarbeitet habe. Da kommen Bands, für die ist ihre Musik alles. Die haben sich vorbereitet, die haben geschrieben, kommen voller Enthusiasmus und du kannst da eintauchen für ein paar Wochen oder ein paar Tage und das ist ein totales Geschenk. Ich höre jedes Mal sensationelle Musik, ich lerne jedes Mal tolle Typen, und also Frauen und Männer kennen und wir arbeiten zusammen kreativ, wir kommen uns nahe, ist auch wirklich was Zwischenmenschliches. Und wenn es um Aufgaben geht, es gibt die zwischenmenschliche Aufgabe zu gucken, dass sich alle wohlfühlen, wirklich alle wohlfühlen. Es gibt auch in Bands sensible Menschen, wo man gucken muss, dass die sich nicht zurückziehen, dass auch die sich wohlfühlen. Vielleicht ist jemand ängstlich, ne? Und uns zu schaffen, dass nur dieser Moment zählt, den man da gerade zusammen erlebt. Und um es einfach zu erklären, es gibt Songs, wo ich das Gefühl habe, vielleicht ist es besser, wir nehmen die im Abend nochmal auf, weil das ist ein Song, da kommst du viel mehr in diese Stimmung, den der eigentlich für mich ausmacht. Oder er braucht eine frische Morgen, dann lass es uns nochmal machen. Lass uns so einen Song vielleicht ein paar Beats langsamer mal probieren.
oder den Klick ausschalten. Einfach solche Sachen. Einfach so ein paar so Inspirationen den Leuten zu geben. Oder, Mensch, ist schon ein toller Refrain, aber für mich ist es eigentlich die Strophe der Refrain. Können wir das mal probieren? Einfach kreativ mitzuarbeiten und immer aber auf der Hut zu sein, nicht das Gefühl zu vermitteln, ich möchte was wegnehmen oder ich möchte die Idee kaputt machen. Also ich darf keine Gefahr für die Leute sein, sondern es muss ein gutes Gefühl sein, also muss Vertrauen da sein. Und ich möchte auch nicht bestimmen, sondern einfach gemeinsam, oder ich möchte Ideen reinwerfen und man probiert es und vielleicht ist es mal super oder vielleicht auch mal nicht. Ich unterrichte Hauptfach Gitarre in Krumbach und ich unterrichte Recording und Arranging. Wie arrange ich einen Song? Wie ist ein Song aufgebaut? Welche Parts kann ein Song haben? Welche Klangmöglichkeiten habe ich? Und das zweite, Recording, erstmal ein technischer Aspekt. Was brauche ich für Handwerkszeug, um aufzunehmen? Sprich die ganze Studiotechnik und natürlich auch, was muss ich für Software beherrschen, um aufzunehmen. Also wir mikrofonieren jetzt den Gitarrenverstärker. Hier haben wir zwei Lautsprecher. Es gibt natürlich auch etliche Kombos mit einem Lautsprecher. Es sind zwei Zehner. Und wichtig ist zu verstehen, wo die Mitte des Lautsprechers ist. Das ist in dem Fall hier. Da ist eine Kalotte und auf der Kalotte haben wir eigentlich gar kein Signal. Am Rand der Kalotte ist es am höhenreichsten. Nach außen hin nehmen die Bässe zu und die Höhen ab. Es ist ein ganz guter Ausgangspunkt, am Rand dieser Kalotte zu gehen. Dann hast du einen offenen Sound, genügend Höhen. Und wenn man es dann dunkler haben möchte, kann man natürlich das Mikrofon, in dem Fall, wenn ich jetzt rechts von der Kalotte bin, dann einfach nochmal nach außen schieben. Das ist das Tüfteln, das in die Welt eintauchen und kleine Stellschrauben verändern und wirklich so die Suche nach der Perfektion und sich in so einem Raum verschließen und es ist nur diese Musik. Ne? Aber ich mache was auf ein Medium, das dann fertig ist. Ne? Das Live-Spielen ist der Moment, auf der Bühne stehen und es gibt kein Zurückspulen. Fehler sind passiert, sind aber auch schon sofort wieder vorbei. Es zählt nur das Jetzt und das hat eine Kraft, die natürlich sensationell ist. Und dann im Verbund mit dem Publikum gewinnt es so eine, das ist euphorisierend. Da ist Adrenalin im Spiel, du bist heiß drauf, das zu machen und das ist ein ganz intensiver Moment. Ob jetzt große Bühne oder kleine Bühne, beides hat eine ganz eigene Qualität. Auf einer großen Bühne sind die Gesten alle ein bisschen größer, weil natürlich die Leute zum Teil auch ganz weit weg stehen, die Anlagen riesengroß sind. Das gibt eine totale Kraft. Und in kleinen Clubs, das ist für mich auch ganz wichtig, hat man viel mehr die Möglichkeit, auch fragilere Emotionen zu äußern. Du kriegst ein Feedback, du kannst den Raum wahnsinnig in die Atmosphäre versetzen und du siehst die Leute so, was auch manchmal echt ganz schön heftig ist. Also wenn ich da reingehe und bin wirklich schlecht drauf, dann sehen das die Leute unter Umständen. Es war ein Weg bei den großen Konzerten, an einen Punkt zu kommen, wo ich das Gefühl habe, ich kann das leisten, wozu ich imstande bin. Das ist auch echt nicht zu unterschätzen. Dafür braucht man Zeit. Ich kenne auch ganz viele richtig große Künstler, die einfach Angst haben, nach wie vor großen Bühnen. Und weil er den Druck einfach spürt. Ne? Und der ist ja auch da, vielleicht was falsch zu machen oder was zu vergessen. Wie auch immer. Das ist bei jedem, glaube ich, auch anders. Also A, die Bühne zu füllen mit einem Charisma, das ist mal das eine. Ne? Das ist ein Weg. Und das andere, das zeigen zu können, was ich eigentlich kann. Und beides ist auch erlernbar. Ne? Und die Ängste werden weniger im Tun. Man muss es einfach machen.
Dadurch, dass der Künstlerberuf letzten Endes noch sehr, sehr offen lässt, wohin sich das entwickeln wird, ist es in der Regel so, dass so ein junger Musiker am Anfang seiner Karriere ein totaler Lebenskünstler zusätzlich zu seiner Leidenschaft sein muss. Du weißt noch nicht, mit was du dein Geld verdienen wirst. Der hat ganz viele Wege, die er gehen kann. Es macht dich auch zum Lebenskünstler und es macht dich auf eine Art krisenstabil. So wie sich die Welt gerade so rasant entwickelt und viele Angst um ihre Jobs haben, das kennen wir schon immer. Damit können die Künstler müssen schon immer umgehen. Und das hat natürlich auch totale Vorteile. So ein gewisses Gefühl, ich werde es schon hinkriegen. Das braucht es, glaube ich, das ist essentiell. Und man wird es auch irgendwie hinkriegen, wenn man möchte. Also wenn man die Leidenschaft in sich spürt und bereit ist, viel dafür zu tun, dann kriegt man es auch hin. Kunst machen, Musik zu machen oder auch zu malen, das ist eine Lebensform. Das bin ich. Immer.